Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer von Radio Tell, heute ist in Deutschland landesweit der Vorlesetag. Man kann sich da anmelden auf einer Plattform und dann im Kindergarten oder in einer Schulklasse eine Geschichte vorlesen oder erzählen. Ich finde das so eine gute Idee. Das Vorlesen oder das Vorgelesen werden ist doch etwas ganz besonders Schönes. Man kann alles rundherum vergessen und ganz eintauchen in die Welt von einer fantasievollen Geschichte. Hätten wir es nicht alle auch gern, wenn uns wieder mal jemand etwas Schönes vorlesen würde? Also ich würde das sehr schätzen. Dazu ein Kraftfutter von Marjoline Roth, Pfarrerin von Männidorf am Zürichsee. Ich brauche in meiner Arbeit als Pfarrerin das Vorlesen bei allen Aufgaben und in allen Altersgruppen. So lese ich zum Beispiel gerne in einem Krankenzimmer einen Psalm vor. Und oft erkennt die kranke Person den Text und sagt ihn leislich auswendig mit. Das tut der Seele gut. Und natürlich für die Kinder sind Geschichten immer etwas Dankbares. Wir haben amigs z'Abig, wenn die Kinder fertig im Bett gsi sind, noch aus einem Buch ein Kapitel vorgelesen. Und sie haben sich immer so auf die Fortsetzung am nächsten Abig gefreut. Und normal erinnere ich mich beim Lukas, der Lokomotivführer, da sind sie von Freude auf dem Bett rumgekumpelt, wo dann endlich die böse Frau Malzahn überwältigt worden ist. In der Sammlung von orientalischen Märchen von 1001 Nacht spielt das Vorlesen eine lebenswichtige Rolle. Es ist da ein Sultan so enttäuscht worden durch den Ehebruch von seiner Frau, dass er von dort weg jeden Tag eine neue Frau geheiratet und sie am nächsten Tag hinrichten lassen hat. So hat sie ihn nicht enttäuschen. Eines Tages hat eine Frau, Prinzessin Scheherazade, sich selber als Brut zur Verfügung gestellt, um dem Treiben ein Ende zu bereiten. Sie hat ihrem Mann in der Hochsitznacht ein spannendes Märchen angefangen zu erzählen und ihn dann auf die nächste Nacht vertröstet für die Fortsetzung. Und weil sie so packend erzählt und vorgelesen hat, hat er jeden Tag einen Tag dazugegeben, bis es am Schluss 1001 Nacht waren. Also fast 3 Jahre. Und dann hat der Sultan das Vertrauen in ihre Treue gehabt und sie sind sehr glücklich geworden zusammen. Scheherazade hat mit dem Vorlesen oder Erzählen ihres Leben und das von vielen anderen Frauen gerettet. In der Bibel wird an ein paar Stellen ein besonderes Buch erwähnt, das Buch des Lebens. Dort steht jeder Mensch mit seinem Namen drin. Der Name, denke ich, ist nicht einfach der Vorname. Den haben ja viele Leute gleich. Der Name meint das Leben von dieser Person, ihr ganzes gelebtes, einmaliges Leben, mit allem Schönen und Wunderbaren und auch mit allem Leiden. Mich dünkt das so eine schöne Vorstellung, dass Gott jedes einzelne individuelle Leben bei sich im Buch einschreibt, dass es nie vergessen geht. Das ist natürlich ein Bild. Man muss sich jetzt nicht konkret ein unendlich riesiges Buch im Universum vorstellen, wo Milliarden von Namen drinstehen. Es ist ein Bild für die Liebe von unserem Schöpfer, für jedes einzelne Geschöpf im Leben und darüber aus. Nächstes Wochenende ist Ewigkeitssonntag. Da werden im Gottesdienst die Namen der Verstorbenen vom vergangenen Jahr vorgelesen. Und zu jedem Namen wird ein Kerzchen angezündet, zur Vergegenwärtigung dieser Personen. Vergleichbar damit ist das Buch des Lebens mit unseren Namen drin. Sozusagen fürs göttliche Vorlesen zur ewigen Erinnerung. Im Kirchengesangbuch gibt es einen wunderbaren Kanon mit dem Inhalt: Alles ist eitel, du aber bleibst, und wen du ins Buch des Lebens schreibst.